zeigen, wie das aus meiner Sicht aussieht. Ich bin Thoraxchirurg, chronischer Schmerz nach Thoraxchirurgie, das gibt es. Ansätze zur intraoperativen Schmerzprävention, das ist das, was wir versucht haben in den letzten Jahren, Erfahrung mit nociceptivem Monitoring, das ist dann ganz kurz noch zum Schluss. Ich habe Interessenkonflikte, verschiedene. Ich war nie unter Vertrag dauerhaft bei einer dieser Firmen, ich habe auch keine Firmenanteile. Wir haben gedacht, indem wir gewechselt haben von der offenen Thoraxchirurgie zur endoskopischen, dass das Schmerzproblem gelöst wäre. Und wir mussten lernen, dass nach videoassistierter thoraxoskopischer Chirurgie das nicht der Fall ist. Es gibt wenige, aber doch beeindruckende Daten, zum Beispiel diese hier. Wir haben nach 3 bis 6 Jahren immer noch 30% von Patienten gefunden in dieser Studie, die chronische Schmerzen an den Trokareinsatzstellen hatten. Nicht an der Thorakotomie. Wir reden nicht über Post-Thorakotomie-Schmerzsyndrom, sondern wir reden über Schmerzsyndrome nach Thorakoskopie. Und ebenso in dieser Studie aus Österreich, da gibt es bis zu 10 Jahre danach noch Menschen, die Schmerzen haben. Chirurgen haben sich schon länger damit beschäftigt und ich will Ihnen 3 Versuche zeigen, wie wir in so einer Art intraoperativen Schmerzreduktion versucht haben, darauf einzugehen. Das eine ist das, worum der größte Krieg momentan unter Chirurgen tobt, vor allen Dingen unter den Thoraxchirurgen, wo und wie viele Zugänge sollen wir nehmen. Ja, Sie können sich gar nicht vorstellen, oder ja, Sie sind Anästhesisten, Sie können sich vorstellen, wie verrückt Chirurgen sind, wenn sie gegenseitig aufeinander losgehen. Das ist ein Glaubenskrieg, der hier entbrannt ist. Und es kann niemand belegen, dass das weniger Schmerzen macht als das oder umgekehrt. Aber das ist ein Riesenthema geworden. Und das ist das, was wir hier schon gehört haben. Das liegt zugrunde, diese Arbeiten von Wolf. Lokale Anästhesie an der Trokareintrittsstelle, regionale Anästhesieverfahren, die wir kombinieren. Oder was wir können thoraxoskopisch reingucken und können zwischen jedem Interkostalraum, in dem wir tätig sind, Lokalanästhetikum spritzen. Das ist mit Sicherheit einer der vielversprechenden Ansätze, in denen wir zusammenarbeiten können. Und da gibt es sogar eine schöne Arbeit, sie ist klein, aber sie ist super interessant, weil dieser Mann, Alan Zero aus Hongkong, hat Menschen beidseits operiert. Simultan. Ja, diese Leute haben Hyperhidrosis palmaris und die kriegen eine Sympathikotomie und die werden auf beiden Seiten zu gleichen Zeitpunkt operiert oder direkt nacheinander in selber Narkose und 7 Tage postoperativ hatten die, die eine Lokalanästhesie hatten, an der Trokareinsatzstelle weniger Schmerzen. Das ist richtig interessant und ausgesprochen vielversprechend. Jetzt zeige ich Ihnen ganz schnell und kurz, was wir versucht haben. So seit 20 Jahren, ich war die letzten 22 Jahre in so einer großen Lungenfachklinik, Klinik Schillerhöhe bei Stuttgart, das ist so eins dieser großen Lungenzentren in Deutschland. Und die Generation vor mir und ich haben in den letzten 20, 25 Jahren versucht, konsequent Instrumente zu miniaturisieren. Und angenommen hat es kleiner besser. Es ist dieser Nerv, an dem wir hebeln. Ja, das ist auch das, was Sie bei den Trichterbrustoperationen erleben. Das vermittelt unglaublich starke Schmerzen. Da dachte man, kleiner ist besser. Und Chirurgen geben immer an, wie dünn ihre Instrumente sind. Ich habe 5 mm Optik und so. Ne? Das kennen Sie ja wahrscheinlich alles. Aber fragen Sie doch mal Chirurgen, wie dick ihre Trokare sind. Ja? 16 mm ist ein Trokar außen, der eine 10 mm Optik aufnimmt. Das ist das, was wir standardmäßig wollen. Niemand hier möchte einen 16 mm Trokar hier drin haben. Das ist mit Sicherheit wirksam, aber wir sind hier in den letzten Jahren bei einem Test in den Jahren 2017, 18 über eine Grenze gegangen. Wir haben Instrumente entwickelt, die waren nur noch 2,7 mm oder 2,8 mm. Die waren nicht mehr stabil genug. Das gleiche haben wir mit Staplern ausprobiert. Das ist ein Standard-Stapler, das ist ein ganz hochinnovativer neuer Stapler, der leider wieder vom Markt ist. Wir haben alles probiert, aber meine Damen und Herren, wir sind an eine Grenze gestoßen, in der wir mit unseren Methoden technisch nicht mehr weiter miniaturisieren können. Und ein anderes Problem, das wir haben, ist, wir haben all das, was wir da gemacht haben, nie beweisen können. Wir haben mit Annahmen gearbeitet, die auf Behauptungen basieren, die wir überhaupt nicht beweisen können. Und das ist der Grund, warum wir jetzt eine Chance sehen, zu messen, wozu braucht die Chirurgie nociceptives Monitoring. Das würde aber auch für alle anderen Schmerzmonitore geben. Das ist ein Ansatz, das ist ein Ansatz und das ist ein Ansatz. Unsere Grenze dessen, was wir technisch verändern können, ist erreicht. Und als wir zum ersten Mal, Herr Schmidt war
bei uns in der Thoraxchirurgie mit diesem Monitor in den vergangenen Jahren. Wir haben das eingesetzt und will Ihnen nur zwei Anekdoten erzählen. Wir haben das bei endoskopischen Tumektomien und endoskopischen Lobektomien eingesetzt. Der Stich einer Lokalanästhesie mit meinem Blick auf den Monitor zeigte einen Ausschlag bis 60. Der Peaks in die Haut. Sie haben gesehen, dass 60 ein sehr hoher Wert ist. Das war erstaunlich für beide Seiten, sowohl für die Anästhesie als auch für uns, dass wir mit einem Peaks in die Haut einen Ausschlag aus dem Monitor um 60 auslösen können. Und noch viel, viel schlimmer sind Thoracoskope oder Optiken, die zum Beispiel im dritten Interkostalraum geführt werden, um an den Thymushörner hier im Hals hochzukommen. Da müssen die etwas hebeln. Der eine Chirurg hebelt mehr, der andere weniger. Das ist auch ein Riesenproblem für Studien. Ich weiß es, aber wir müssen in diese Richtung denken. Und da sehen Sie Ausschläge bis 80. Bei Patienten, die eine Tiva haben, die Doppellungen intubiert sind auf der Seite, die sind in tiefer Narkose, für alle gut erkennbar. Und die haben durch das, was wir machen, extreme Schmerzen. So, jetzt ist die Frage, wo beginnt dieser chronische Schmerz? Und das ist meine eine Überlegung, die ich Ihnen jetzt zum Schluss hier habe, dann bin ich schon fertig. Was könnten Chirurgen durch nozizeptives Monitoring über ihre Methoden zur Schmerzreduktion lernen? Vielen Dank. Ja, lieber Herr Kürsch, vielen Dank dafür. Ich glaube, da stoßen auch wirklich offene Ohren, nämlich das, was wir Anästhesisten häufig nicht mehr im Fokus haben, es sei denn, wir sind in der chronischen Schmerztherapie tätig, ist, was passiert aus unseren Patienten nach der Operation. Denn in der Regel geben wir den Patienten doch im Aufwachraum ab, sehen ihn vielleicht maximal noch im Akutschmerzdienst oder einer postoperativen Visite, aber wir sehen ihn nicht im Langzeitverlauf. Und Sie sprechen ja das Thema an, welche Folgen haben eben diese auch mit minimal invasiven Technologien durchgeführten Operationen im Langzeitverlauf. Ich glaube, da ist es wirklich spannend zu gucken, können wir durch intraoperative Steuerung das Ergebnis verbessern. Ich denke mal, Sie haben jetzt auch vielleicht Einzelfallerfahrungen dazu, aber Ihr Gefühl wäre klar ja oder vielleicht oder nein? Klar ja, nicht. Ich glaube, ich gehe mal mit dieser Schmerzgedächtnisüberlegung aus und die Studie mit den Patienten, die ihre eigene Kontrollgruppe waren, das ist ja sehr durchgesprechen. So. Natürlich ist das unglaublich schwierig, das ist das, was Sie interessiert in den Unis, das in Studien zu gießen. Ja, die Chirurgen sind viel zu verschieden, als dass sie diesen Faktor irgendwie kontrollieren oder lenken. Ja. Aber es ist ein Ansatz und man sollte ihn versuchen. Es gibt ja auch Chirurgen in Deutschland, die das gerade schon probieren. Sie kennen ja Neudecker zum Beispiel, ja, der das in Berlin versucht, so eine Studie zu machen. Ja, man muss eben denselben Chirurgen immer wieder nehmen, ja, mit den, ja, müssten versuchen, ja, sowas zu überlegen und da weiterzukommen. Weil dieses Problem der chronischen Schmerz nach Thoracoskopie, das hat uns alarmiert vor 10 Jahren. Ja, wir haben das ja gedacht, das Problem wäre vom Tisch, ja, klein ist gut und so, ja, aber. Haben Sie Fragen an Herrn Kürz? Wahrscheinlich nicht. Es ist ja nur so eine theoretische Überlegung. Das soll nochmal ergänzen, wie wichtig so ein Monitoring wäre, wenn wir unsere Methoden, also wir hätten ein großes Interesse daran, mit solchen Maschinen zu arbeiten oder mit solchen Monitoren zu arbeiten, weil wir viel über unsere Methoden lernen können. Ja. Sie haben das ja gezeigt. Wir haben gezeigt. Zum Beispiel über welche Regional- oder Lokalanästhesie-Verfahren. Ja, das ist unglaublich, wie viele Chirurgen darüber reden. Das glauben Sie gar nicht. Ja. Und jeder weiß das besser als der andere, aber keiner hat irgendwas je bewiesen. Ja. Das ist der Punkt, in dem wir stehen. Ja. Also wir diskutieren ja in der minimalinvasiven Chirurgie auch, wie viel Muskelrelaxantien braucht ein Patient. Und da gibt es die Theorie, dass wenn ein Patient im Prinzip nicht mehr muskelrelaxiert ist, dass er auch die Trokare mehr Schaden im Gewebe anrichten und der dann letztendlich auch mehr postoperativen Schmerz macht. Und das könnte man ja jetzt hier übertragen, zum Beispiel auf solche Watz-Operationen, wo man sagt, ich muss eben vorher sicher ausschließen, dass jetzt die Inzision durch den Trokar nicht zu einem maximalen NOL-Anstieg führt. Das wäre ja ein ähnlicher Vorgehensweise. Wir haben das auch gesehen, im Moment, in dem die Trokare eingeführt werden, verursacht extreme Peaks. Ja. Und der nächste, also Ausschläge auf diesem Gerät, und der nächste Punkt ist, dass wir in der Kostalräumen hebeln. Ja. Das sind Punkte, die zu extremen Ausschlägen führen. Aber selbst die
Injektion von Lokalanästhetikum macht eine erhebliche Welle. Ja. Haben Ihre Patienten für die Wachstumsvektoren ein PDK gehabt? Sehen Sie da einen Unterschied? Mit oder ohne PDK? Wir haben es nicht getestet. Ja, die haben in der Regel bei uns keine PDKs für Vaskulektomien, weil wir einen Vorteil darin sehen, dass wir ja unter Annahme weniger Schmerzen kriegen. Da, wo ich jetzt die letzten 20 Jahre war, bei der Thorakotomie ein PDK und bei der Vaskulektomie nicht. So war das Protokoll. Unter der Annahme, dass es ja weniger Schmerzen gibt. Die Lokalanästhesie, geben Sie die gleich nach dem nach der Inzision für den Lokal oder? Vorher, ich versuche die vorher zu machen. Vorher. Ja, ich versuche sie dann zu machen, bevor die, solange die Schwester noch richtet. Ja, dass ich ein bisschen Vorlauf habe. Ja, 5 bis 10 Minuten braucht sie ja, um Sachen aufzubauen oder die Optik zu installieren, dass wir ein bisschen Zeit haben. Die meisten Leute geben die Lokale in Schneiden rein. Das ist, ja, macht nicht mal mein Zahnarzt. Ja, das ist okay.